heute geht's weiter mit dem Duell gegen den FC Ingolstadt. So. Genau, jetzt haben wir noch einen Spielerchat. Da sind wir noch eine Nachricht reingekommen. So. Also, das habe ich vorher gar nicht gesehen, dass du da das auch spielen willst. Ja, aber why not? Er hat von Anfang an gespielt, so eine. Nicht von Anfang an, er ist eingewechselt worden, hat sein Tor gemacht trotzdem. Gutes Spiel auf jeden Fall. Aber von der gesamten Truppe. So, wie gesagt, nächster Gegner auswärts in Ingolstadt, da kommt noch eine Nachricht rein, aber das ist nur so ein Scouting-Ding. Und Chino ist ausgeliehen. Ja, was hat er nicht wirklich gespielt? Deswegen ist es vielleicht die richtige Entscheidung. Geht nach Cluj für 2 Jahre nach Rumänien. Um da vielleicht nochmal aufzublühen. Deswegen ist es so vielleicht besser für ihn. So, gucken wir nochmal kurz in die. Ja. Das ist natürlich die Nachricht rein. 2 Jahre, wie gesagt, ich kann ihn ja jederzeit zurückholen, wenn er wirklich aufblüht. Vielleicht ist er dann nochmal eine Option nochmal in der zweiten Liga oder so. Oder auch vielleicht in der Bundesliga. Mal gucken, wie weit wir in 3 Jahren sind. In 2 Jahren sind. So, nächster Gegner, wie gesagt, Ingolstadt. Der Blick auf die Tabelle sagt, wir Ingolstadt ist Dritter, wir sind Erster mit 7 Metern Vorsprung auf die Löwen. Ja, auf Dynamo Dresden, Entschuldigung, nicht auf die Löwen. Ja, wir ziehen momentan die Butter weg. Jetzt hoffe ich, dass wir in Ingolstadt gewinnen, um da vielleicht auch noch was zu machen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. So. Hier spielen wir unentschieden. So. Wir werden siegen. Natürlich. Motivation und so. Mir ist sowas von scheißegal. Wir gucken nur auf uns selber. Für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. So, gehen wir rein ins Match, ne? Würde ich sagen. Wieder ein bisschen durchrotieren, zurückrotieren. Ich denke, die Jungs sind fett und heiß, vor allen Dingen dieses Duell zu gewinnen. Im Hinspiel, wie gesagt, unentschieden. 1:1, Ingolstadt war ja lange, lange ungeschlagen. Wir wollen jetzt in die nächste Niederlage beibringen. So, okay. Gehen wir rein, würde ich sagen. Auf geht's. Ein interessanteres Spiel hätten wir uns heute gar nicht wünschen können. Das Spiel hier könnte ein echtes Highlight werden. Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Und ich will auch, dass Saarbrücken das einzige Team ist, das wir die Saison nicht schlagen konnten. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Thank you.
Gehen wir rein. Ins Match. Und los geht's. Wir wollen den nun fünften Sieg hintereinander. Nach, wie gesagt, nach unserer Krise von 3 bis 4 sieglosen Spielen oder ein Sieg aus 4 Spielen, so was. Wollen wir jetzt den 5. Sieg in Folge in der Liga? Das hatten wir schon mal in der Hinrunde. Auf geht's. Hannover, vielleicht da oben mal ein bisschen. Gehen wir rein. Auf den langen Pfosten. Das war nicht gut. Muss er besser erklären. Latteier. Gefährliche Szene. Eckloff, 1-0. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1-0. Schiedsrichter sagt auch, alles richtig. Eckloff, 1-0. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Der Pass war eigentlich gar nicht geplant. Der war eigentlich nach außen geplant, nach links. Aber ist mir egal. Wir führen 1-0. 8. Minute, sein 13. Saisontor, wo er zwischendurch mal ein bisschen außen vor war. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt komplett wieder dabei. Richtig Fahrt aufnehmen. Fehlpass da vom Ingolstädter. Jan George. Das war lange. Sie können über den Flügel kommen. Klasse. Ja, das war. Zappay war das übrigens, glaube ich, eben. Loben. Mit dem. So habe ich der Sohn von ihm. Also, was die Gäste bislang in dieser Saison zeigen, ist wirklich erstaunlich. Ja, da haben wir uns aber 58 und werden den nächsten Favoriten. Oder beziehungsweise den nächsten Kontrahenten schlagen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Da aufgepasst da. Jetzt könnte der Pass kommen. Suleimani. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Hämmerich, hinterläuft, super mitgedacht. Außen ist Platz. Die Gelegenheit. Zwei Tor. Da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit 2 Treffern vorne. Tor Nummer 2 in diesem Spiel. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Drin das Ding. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Das war ganz, ganz wichtig, dass er den noch mitbekommen gemacht hat. Und wir den Jungs zeigen, also wir schon zeigen, wir Pass, sind nicht aufzuhalten. Wir wollen irgendwann hoch. George. Mittlerweile bin ich auch überzeugt, dass wir es schaffen. Da ist die Flanke. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Nächste Chance. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Aber das ist jetzt die Chance. Das ist gut verteidigt. Schade, ich wollte ein bisschen durch. Ich wollte es ein bisschen, wenn er mal einen Spieler freispielen. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Nova. Schön abgeblockt. Den Ball holt er. Schade. Da ist Platz für den Konter. Ja. Konterchance an mir kommt sie nicht vorbei, aus, sagt sich Magala. Die letzte Entschlossenheit, Ballverlust. Das ist die Chance. Oh. Sichere Parade. Nächste Chance für Feier. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ingolstadt wechselt schon aus, den Stürmer aus. Jetzt der Eckball. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Das gibt Freistoß. Ein Freistoß für uns? Nee, Freistoß für... Nach einigem Hin und Her, wie das so üblich ist, konnten sie den
Transfer dann doch klar machen. Unheimlich verdienter Spieler. Lässt er jetzt die Karriere so ein bisschen ausklingen? Nee, da wird die Leistung weiter passen. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Stanger. Guter Vorstoß da jetzt. Da hat er die Chance. Jetzt kann er es machen. Blockt ab. Und jetzt wollen sie wechseln. Schon wieder wechseln? Zwei neue Stürmer nach kurz vor der Halbzeit, noch 38. Minute, der nächste Wechsel. Gehen in den Strafraum. Bei dem Eckball ist er da. Das muss der Trainer sagen, auf jeden Fall, da passt irgendwas gar nicht. Gut, die beiden Stürmer haben Chance sind sie ja bisher nicht. Das war natürlich schwach gelöst. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Pause. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. So, gucken wir weiter. Die anderen Ergebnisse brauche ich jetzt nicht unbedingt zu gucken. Wir gehen rein ins Bett in die zweite Halbzeit. Und hoffen, dass es so weiterläuft. Wie gesagt, die zwei Wechsel von Ingolstadt, hätte ich nicht gedacht, dass die so früh wechseln. Nur, setzt sich durch. Da ist die Chance. 3-0. Ah, damit sind sie mit drei Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Upsi. Ja, ich bin froh, dass er wieder da ist. Und vielleicht kriege ich einen Fix verpflichtet. Und dann dieses Tor. Also kostet, glaube ich, irgendwie nur 4,6 Millionen oder glaube ich, auf der Kaufoption. Wenn ich die Kohle dafür hätte, würde ich ihn auf jeden Fall fest verpflichten. Den würde ich auf jeden Fall bei uns beide weiter sehen. Ich bin auch so froh, dass ich ihn wieder zurückgekriegt habe. Okay. Ein bisschen hyperaktiv, der Junge. Sein fünftes Tor. Aber los jetzt weg. Du kannst schon wieder wechseln, oder? Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Da geht er vorbei. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Lippert. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Aber dann ist der Ball doch weg. Ja, solche Situationen, solche Dinger sollst du mal lassen, Junge. Weil das kann auch ganz schön, wenn er den nämlich trifft. Chance auf Außen, könnte das für Ingolstadt. Könnte das eine rote Karte geben und ich muss jetzt nicht immer wieder eine rote Karte provozieren. Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen, aus der Entfernung eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. Bei dem Spielstand, bei dem das alles soweit durch ist. Reglov. Das muss es was sein. Rechts, links oder wo auch immer hin, ist egal, Keeper das hatten. Das ist halt ein Meister auf der Linie, der hat diese Dinger, der springt genau im richtigen Moment. Super Parade. Jetzt wechseln sie hier aus. Jan George raus, Nürnberger neu auf dem Platz. Ecke kommt ins Zentrum. Die Ecke kann er abwehren. Also es sieht nach wie vor so aus, als würde tatsächlich. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Als würde der. Er versucht's. Und so wird das nichts. Jetzt würde Saarbrücken das einzige Team sein, was es diese Saison nicht schlanker wäre. Wie gesagt, in Ingolstadt haben wir ein Spiel am Unentschieden gespielt. Jetzt führen wir in Ingolstadt mit 3:0. Ecke kommt Ecke rein. Kommt. Oh, das gibt der Elfmeter. Elfmeter. Hat der Elfmeter. Ja, hier kommen. Also das sagt sogar ich, obwohl es wieder für uns gibt. Das ist für mich kein Handspiel. Ich nehme ihn mit, aber. Klasse, hält den Elfer. Ich bin auch nicht so fair und gebe das Ding in die Mitte. Springt der Arter, ist der Ball drin, aber sie sind heute ich wollte wirklich überrascht, rechts in die Ecke sitzen. Was das Erarbeiten von Torchancen betrifft.
Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. Ah, 3-0 ist egal. Dieses Ergebnis. Und 3-0 ist, es tut sich weh. Er läuft zu früh los. Abseits. Abseits. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Sterner. Das war nicht zwingend genug. Gut gemacht, der vom Keeper rausgekommen. Er holt sich das Ding. Der Abstoß direkt zum Gegner. 4-0. Konzentriert. So ein Fehler wird bestraft. So nutzt man den Fehler vom Keeper aus. Ja, das darf er nicht machen. Er wollte schnell machen. Er wollte den Abschlag mitnehmen. Nullberger hat die Situation, haut das Ding dann oben rein. Gerade noch der Held beim Elfmeter und dann haut der da so ein Ding raus. Aber ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ah, gut gemacht, Novoa. Guter Vorstoß jetzt. Gute Aktion. Jetzt glaube ich durch, ne? Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt dieses Foul? Keine Karte, auch wenn es durchaus gelbwürdig war, weiß er auch. Aber beim nächsten Mal sieht er die Karte 100%. Schönes Pressing jetzt. Sie setzen sie früh unter Druck. Aber Neuberger ist stark zum beim Interpretieren oder beim Ahnen von Fehlern. Geht mit dem Ball am Fuß nach innen. Und geht auch hinterher. Das könnte. Ball draußen wird Einwurf geben. Ich wollte ja schon weiß, gefühlt schon der zweite große Fehler, wo der Gegner mithilft. Wir bekommen hier gleich den Schlusspfiff in diesem Spiel, in dem eine klare Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Oh, ja, das behält der Keeper wieder gut. Ditkin. Und wieder so ein blödes Ding da, der Ingolstädter. Die Mitspieler bieten sich an. Die Chance. Eklar, 4-0. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur Ingolstadt. Ein Spiel für Sie. Hilft uns, schenkt uns die Dinger. Die Tore. Da ist nochmal die Wiederholung. Ist auch nicht mal, ist nicht mal die erste. Ich habe wieder so einen langen Ball der Abgabe. Da ist er einfach abgefangen wurde. Schneller als die Verteidigung. Ja, in der. Nennt sich einfach durchmarschieren. So. Nehmen wir mal die Wechsel mit. 1, 2, 3, 4 Wechsel. Okay. Ich habe ja 5 Wechsel rein, habe ich ja schon gemacht. Neuberger ist für. Er tat viel zu schnell und der Abschluss auch noch effizient. Und wir marschieren weiterhin unaufhörlich in Richtung Fußball-Bundes. Richtung zweite Liga. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Und die da aufgepasst. Ja, das war unser Fehler, aber der wird nicht spielentscheidend sein, der wird überhaupt nicht entscheidend sein. 5-0, Auswärtssieg. Wir holen den zweiten Derby-Sieg hinter ihnen. Man hat gesehen, was sie drauf haben, schlicht und ergreifend. Überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ja, er hat auch heute wieder eine klasse Leistung gezeigt und gleich 2 Treffer beigesteuert. Nicht zuletzt deswegen haben sie dieses Spiel gewonnen. So, ja, wie gesagt, klarer Sieg, 5-0. Wie gesagt, ich halte es am Brücken, scheint es sich zu liegen. Das ist mir aber herzlich egal, wenn man wenn die doch aufsteigen. Das heißt geschenkt. Ich spiele trotzdem in der Weltklasse-Saison. Du holst jetzt den zweiten Derby-Sieg in Frage. Und das Ding ist hochverdient, auch in der Höhe. Wie gesagt, Sieger Ingolstadt ist mit einigen Fehlern das Ding, das Spiel, quasi das historisch ist leicht gemacht mit dem vor dem zum 4-0 der Keeper. Danke, dass Sie so auch das 5-0 war eigentlich ein langer Befreiungsschlag abzufangen wurde.
Pass. So. Ja, ich bin stolz auf Mathieu, definitiv. Ja, definitiv. Da hat jeder für jeden auch gerannt, hat die Dinger festgemacht, die Gegner zu Fehlern provoziert und das Ding haut auch wieder raus gefahren. Ja, passt auf jeden Fall. Gut. Was haben wir denn als nächstes überhaupt? Als nächsten Gegner? Duisburg. Ach, mit den Jungs haben wir ja noch eine kleine Rechnung auf. Und ob die beglichen werden kann. Das sehen wir uns gleich an, also beziehungsweise morgen, dann um 14 Uhr, wie immer, natürlich, ihr kennt das ja mit FIFA. Ja, keine wichtigen Nachrichten. Okay, ich verabschiede mich für heute, wir sehen uns morgen wieder, wie gesagt, um 14 Uhr und dann geht's weiter mit dem zweiten Team, was wir diese Saison noch nicht schlagen konnten. Bis dahin und ciao.